Hi meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal und heute wird es einen Müller Live Haul geben. Ich war in 2 Tagen für euch shoppen bei Müller und was es alles geworden ist, zeige ich euch in diesem Video. Ganz viel Spaß! Bei der Kinderschokolade darf hier auch ein bisschen was mitkommen. Zum einen nehme ich 2-mal von diesen Tütchen hier mit. Kinderschokolade lustige Weihnachtsbande für 2,29 Euro. Dann kommen hiervon 4 Stück mit. Ich denke mal 2 davon und 2 davon. Für jeweils 2,49 Euro. Und dann wollte ich hier hinten noch, das gibt es eigentlich immer nur zu Ostern, aber irgendwie gibt es das jetzt auch zu Weihnachten, diese Eier hier mitnehmen. Ich liebe die einfach, die sind so unglaublich lecker. Die gibt es in verschiedenen Sorten. Snowballs, Milchcreme, dann haben wir hier Oreo. Ja, und da kostet eins 2,99 Euro und dann nehme ich jetzt erstmal auch nur eins mit. Ich wollte hier gerne bei Vileda was mitnehmen für meine Mutter. Und zwar hat sie gesagt, sie hat auf der Arbeit so richtig tolle Vileda-Tücher. Und damit kann man ja wunderbar auch die Spiegel und so weiter sauber machen. Jetzt habe ich nur keine Ahnung, welche Tücher das sind. Wir haben hier unten welche, die meinte, ist das nicht. Ich habe ihr ein Bild gezeigt, die wollte sie nicht haben. Ich denke mal, dass es jetzt das hier ist für 2,95 Euro. Hier sind 2 Tücher drin. Keine Ahnung, ich nehme das Ganze mal mit. Entweder ist es richtig oder ist es falsch. Hier gibt es noch so andere. Aber das ist, glaube ich, mehr oder weniger zum Abwaschen. Dann haben wir hier Spültücher. Nee, ich nehme jetzt einfach mal das mit. Ich denke mal, das Fenstertuch ist es auch nicht. Deswegen, ja, ich nehme es mit, ich versuche es. Hier haben wir mega, mega viel Badesalz und alles, was dazu gehört. Badekristalle und weiß ich nicht was. Auch das hört sich doch mega lecker an. Verliebter Plätzchen-Badeschaum. Cookie Kiss heißt das Ganze. Finde ich richtig cool. Dann nehme ich jetzt auf jeden Fall mal eine mit. Hier. Ich glaube, die ist offen, Leute. Irgendwie fühlt sich das Ganze komisch an. Ja, was nehme ich noch mit? Und Badesalz Frozen Flower nehme ich auch mal mit. Kostet 95 Cent. Schaut mal, wie süß, Leute. Wir haben hier Handdesinfektionsmittel. Das kann man sich hier so an die Tasche machen. Oder an den Schulranzen. Richtig cool. Und hier haben wir so richtig süße Radiergummis. Das ist ja mal richtig niedlich. Das ist süß. Hier haben wir noch sowas hier. Radierset. Sowas gab es damals bei mir nicht. Schade, Schokolade. Hier haben wir irgend so ein Einhorn. Ich weiß gar nicht, was das ist. Glücksstern-Radierer. Das ist niedlich. Leute, ich habe es gefunden. Ich habe da so lange danach gesucht und habe auch bei Kick geguckt und so weiter und so fort. Es gab aber nie das, was ich wollte. Und zwar sind das solche Scheren, die ich haben wollte. Und zwar gibt es das jetzt so in so einem komischen Zickzack, keine Ahnung. Ich wollte es gerne aber in so einem Bogen haben. Und da habe ich die hier entdeckt. Und zwar ist das so ein ganzes Set, also wirklich mit 6 Scheren. Hier haben wir dieses Zickzack-Gedöns, Treppengedöns. Hier haben wir dieses Runde, wie ich es haben wollte. Ich wollte nämlich selber solche Rosen machen. Genau, und dann haben wir hier noch sowas in dem Bogen. Das Ganze kostet 6,99 Euro und das würde ich sehr gerne mitnehmen. Wart ihr eher mehr Team dieser Taschenrechner oder wart ihr eher mehr Team dieser Taschenrechner? Also ich habe so einen hier gehabt, wo ich auf der Realschule war, aber fast jede andere Schule, die ich kannte, hatte den hier gehabt. Also krass, ich habe mir damals irgendwie einen Ast abgebrochen, wirklich, und habe mich gefragt, kacke, wo kriege ich einen Taschenrechner her? Habe die bei Amazon und eBay bestellt, dabei hätte ich die hier immer bei Müller kaufen können. Wusste ich noch nie. Schade, Schokolade, aber ja. Ich finde aber tatsächlich den Taschenrechner ein bisschen besser und einfacher als den hier. Ich wollte gerne Wachsmalstifte mitnehmen. Ich habe nur keine Ahnung, welche ich mitnehmen soll.
Auf jeden Fall steht fest, dass ich irgendwas brauche, was man so rausdrücken kann. Also die Dinger, die würden viel zu schnell kaputt gehen. So, jetzt bin ich bei Pelikan festgeblieben. Ja, und dann habe ich noch die hier entdeckt. Die sind auch noch einmal zum Rausdrücken. Die kosten 3,29 Euro und die kosten 6,99 Euro. Eigentlich sehen die so gut wie gleich aus. Ich kenne die aus meiner Schulzeit. Beides haben 10 Farben. Ich habe keine Ahnung, was ich mitnehmen soll. Also ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob jemand diese Marke kennt, ob das Ganze gut oder schlecht ist. Ich bin auf jeden Fall nicht das letzte Mal hier. Wahrscheinlich werde ich das sogar noch zusammentun. Ich bin nächste Woche wieder hier. Ja, vielleicht hat mir bis dahin irgendjemand geschrieben, welche besser sind. Pelikan oder Reiter. Ist auf jeden Fall ein Kostenunterschied, aber ich möchte gern schon was Tolles mitnehmen. Was heißt, etwas, was gut schreibt, was gut malt. Und da ist irgendwo ein Kind am Meckern. Genau. Also sowas käme überhaupt nicht für mich in Frage. Also das ist schneller kaputt, als man bis 13 kann bei einem Kleinkind. Hier haben wir so ganz, ganz viele Post-its oder wie auch immer man die nennt. Hier zum Beispiel mit Pfeil, mit Herz. Sowas hier und sowas da. Und der Preis ist eigentlich nur das, was hier der Unterschied ist, muss ich ehrlich gestehen. Die kosten einfach 4,99 Euro. Ich nehme jetzt einfach hier die günstigen mit. Also ganz normal zum Auffüllen für 1,99 Euro. Und dann noch einmal die hier für 99 Cent. Die sind so ein bisschen breiter. Finde ich ziemlich gut. Und bei 99 Cent kann man nicht meckern. Die haben hier richtig coole Sachen. Leute, hier zum Beispiel, eine Frau von Welt braucht immer etwas Geld. Oder hier ein Koffer voll Geld, und um Wünsche zu erfüllen. Oder ein Mann von Welt braucht immer etwas Geld. Oder hier so verschiedene Mäppchen, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man da Gutscheine oder Geld reinpacken. Ein Herzenswunsch soll wahr werden. Oder hier kommen ein paar Kröten für dich. Ich habe mir jetzt gedacht, dass ich noch eine Kinderschokolade mitnehme. Und zwar diese Kinder-Mini-Eier hier. Die finde ich richtig, richtig cool. Ja, und die schmecken mega, mega lecker, Leute. Ich liebe die. Kosten 1,99 Euro und die nehme ich dann nochmal mit. Ich kann leider nicht näher dran, aber falls ihr das da oben sehen könnt, und zwar nehme ich dann eine Packung Persil mit. Und zwar kostet das hier 6,35 Euro. Aktuell noch günstiger als bei DM, deswegen muss ich das für meine Mutter mitnehmen. Leute, ich finde das hier einfach so richtig, richtig schön. Und zwar ist das von Hashtag BeRoutine, Badesalz Frozen Flower. Einfach dieses Pink finde ich so unglaublich schön. Kostet 95 Cent und das würde ich gerne mitnehmen. Ich bin ja jetzt noch an einem anderen Tag hergekommen. Und hier gibt es auch gerade auf TT Sept und so ein paar Sachen. Minus 20% an der Kasse. Aber irgendwie spricht mich das hier an. Ich habe mir jetzt einmal diese Maske hier ausgesucht. Und zwar von der Marke Body and Soul, heißt es Immer Love. Gold steht für innere Weisheit, entspannt und gibt Sicherheit. Maske, Macadamia und Honigduft. Die müsste ca. 95 Cent kosten. Ja genau, die nehme ich nochmal mit. Ich kann euch leider gerade nicht das Regal zeigen, weil da halt einfach voll ist gerade. Hier kann ich euch das nochmal schnell zeigen. Also es gibt hier noch Slow Down, Pure Balance, Recharge oder irgendwie sowas. Genau, es gibt hier auch noch was für die Badewanne. Die haben hier wirklich richtig, richtig viel. Hier haben die zum Beispiel auch die passende Handcreme. Und wir haben hier Seife und Duschgel und so weiter und so fort. Und feste Seife oder was auch immer das ist. Also die haben hier wirklich super, super viel. Ich glaube, das ist sogar Deo oder sowas. Ja, Deo-Spray. Genau. Also die Abteilung hier finde ich wirklich sehr schön. Und sogar Badebomben. Da. In der Männerabteilung angekommen, muss wieder ein Deo mit. Ich habe zwar erst für Pascal Deo gekauft gehabt, beziehungsweise er selber bei DM, aber das hier ist jetzt leer. Das ist sein liebstes Deo und das gibt es irgendwie nur bei Müller und manchmal bei Rossmann bei uns im DM, leider bei uns nicht. Kostet 2,75 Euro. Hier könnt ihr nochmal die Sorten sehen. Also ich finde alle grauenhaft, außer noch das Goldene, was es gibt davon, von Bruno Banani. Das Goldene gibt es aber wiederum hier nicht, deswegen... Ja, auf Reserve nehmen wir mal eins hier mit. Aus dieser Fußabteilung habe ich jetzt gerade von der Marke hier Barfuß Summer Wipes, okay, Sommer, Fußmaske entdeckt. Limited Edition kostete 65 Cent. Würde ich mir gerne mitnehmen und ausprobieren. Keine Ahnung, auch wenn das für den Sommer ist. Ja, finde ich cool. Nehmen wir mit. Ich bin in der Babyabteilung jetzt, beziehungsweise in dieser ganzen Quetschi-Abteilung. Zum einen nehme ich von der Müller-Marke Banane und Mango in Apfel mit. Also das ist so ein Bio-Früchte-Püree. Püree, mein Gott, ist das ein schweres Wort, Püree. Danach wollte ich noch gerne Erdbeer, Heidelbeeren, Apfel mitnehmen. Kosten übrigens pro 55 Cent. Und dann nochmal Birne, Erdbeeren, Apfel. Habe ich das schon gehabt? Nee. Doch, hatte ich glaube ich schon, oder? Ich habe das hier weggenommen. Ja, nee, hatte ich leider schon. Ich glaube, das wiederholt sich hier nur so ein bisschen.
Aber das hatte ich noch nicht. Und zwar Pfirsich, Mango und Apfel. Dann habe ich hier auch noch mal was zum Knabbern gefunden. Und zwar von Freche Freunde Knusperherzchen, Banane und Erdbeere für 95 Cent. Das würde ich auch gerne mitnehmen. Hier haben wir zum Beispiel auch Mango-Fruchtchips. Aber das würde selbst ich nicht essen. Was ich auch noch ganz toll finde, sind einmal von Freche Freunde Knusperflips Karotte. Und Hirse und Banane. Das sind solche Ringe. Ja, hört sich ja alles ganz lecker an. Von Hip ist was in der Werbung. Und zwar haben wir hier Apfelreiswaffel. Da unten haben wir dann Heidelbeerreiswaffeln, also die hier. Und dann nochmal Himbeerreiswaffeln. Statt 85 Cent nur noch für 69 Cent. Da schlage ich auf jeden Fall zu. Und wie ihr gerade gesehen habt, ich habe die in der Hand gehabt. Deswegen nehme ich die jetzt nochmal mit. Hier gibt es noch ganz süße andere Getreidebärchen mit Superfrüchten haben wir hier. Bio-Laugenherzen. Ja. Warum nicht? Könnte auch eine Alina-Abteilung sein, statt eine Baby-Abteilung. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass Garnier Wahre Schätze für Kinder jetzt ein neues Design hat. Und zwar König der Löwen, Aprikose und Baumwollblüte. Kostet hier 2,25 Euro. Wie viel ist hier drin? 300 Milliliter. Also ich habe noch das alte Design. Keine Ahnung, ob das jetzt das Standard-Design wird oder nicht. Aber finde ich ganz interessant, Leute. Ja, cool. Gibt es übrigens jetzt auch als festes Shampoo hier. Für 2,50 Euro, ist aber gerade im Dauertiefpreis, statt 3,50 Euro. Dann habe ich gerade noch mal diese Servietten gefunden. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Da hinten ist so ein Stand, da kann ich jetzt leider nicht filmen, weil da direkt die Kasse ist. Aber ich fand die so unglaublich süß für 1,79 Euro. Gab es noch viele verschiedene, hier mit dem Weihnachtsmann drauf und so weiter und so fort. Die müssten jetzt einmal mitkommen. Süß, ja, oh, niedlich. Die haben jetzt gerade hier auch von diesem Selfie Project oder wie auch immer das Ganze heißt, diese Halloween-Masken. Ich finde, die sehen einfach so schön aus. Gerade dieses Lila hier oder dieses Schwarz-Weiß oder dieses Lila mit diesem Kotzgrün. Richtig schön, aber ich weiß leider nicht, was die kosten. Ich denke mal so 95 Cent oder 1,95. Hier fehlt leider der Preis. Dann nehme ich hier nochmal eine Kur mit und zwar mag ich die von Gliscor ganz gerne. Ja, ich glaube, das ist die von Gliscor, kostet 95 Cent, würde ich gerne zweimal mitnehmen. Und zwar dieses SOS Intensivkur, strohiges, strapaziertes Haar, mag ich sehr gerne. Bei meinen Haaren funktioniert das so semi-gut, also es ist nicht schlecht, ist es aber auch nicht super gut. Aber ja, meine Haare sind momentan eh nicht ganz so problematisch, deswegen geht das auf jeden Fall fit. Und ich finde einfach, es tut meinen Haaren irgendwie so ein bisschen gut, deswegen ja, für 95 Cent kann ich nicht meckern. Und ich habe da bis zu 3 Anwendungen von. Manchmal sogar öfters, also manchmal sogar 4. Deswegen kommen da jetzt mal 2 Stück mit. Dann wollte ich mal gerne Wattepads mitnehmen. Ich hatte ja beim letzten Mal diese Terra Naturi-Dinger. Die fand ich ja nicht so gut, also die da oben. Und jetzt habe ich die Eigenmarke auch noch gefunden von Müller. 95 Cent kostet die. Und zwar ach, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich will es gar nicht versuchen. Und zwar Nature Wattepads. 60 Stück sind hier drin. Bio-Baumwolle 100%. Ich würde die mal sehr gerne testen. Mal gucken, wie die sind. Vielleicht überzeugen die mich. Ja, ich teste mal ja gerne durch. Dann brauche ich nochmal Servietten, Leute. Und ich finde die ganz cool für die Tasche. So Spider-Man und sowas für 1,85 Euro. Nee, ich nehme aber die von Tempo mit. Ich könnte auch die mitnehmen, aber ich finde die halt, keine Ahnung. Ich finde die besser, weiß ich nicht. Bin so aus dem Alter raus. Und außerdem gucke ich eh kein Spider-Man. Hab da keine Ahnung von. Ich finde halt nur die Figuren ganz gut. 1,45 Euro kostet das perfekt für die Tasche. Ja, sind halt dünn, passen in jede kleinste Ecke in der Tasche. Deswegen ganz cool, nehmen wir mit. Bei der Schokolade nehme ich jetzt auch ein bisschen was mit. Beziehungsweise nicht viel, aber ein bisschen was. Krass, wie viel Schokolade eigentlich Müller hat. Ich wollte einmal zweimal von diesen Raffaello-Dingern mitnehmen und zum zweiten 2 von diesen Giotto-Dingern. Also die Raffaellos kosten hier 89 Cent und die Giotto-Dinger kosten 1,19 Euro. Finde ich einfach richtig schön für die Körbe. Genau, die 2, die ich früher mache, werde ich dann euch natürlich auch vorzeitig zeigen, aber das finde ich ganz süß. Die nehmen wir mal mit. Oder was ich hier auch noch ganz süß finde, ist Kleiner Dank. Ich glaube, das nehme ich jetzt meiner Mama mal mit für 2,39 Euro. Hier gibt es auch von Herzen, aber das ist mit so einer Metalldose. Ich weiß einfach nicht, wohin damit. Deswegen nehmen wir mal das mit. Nix gegen Müller. Die haben hier so richtig süße Spangen, Leute. Schaut euch die mal an. Mit hier so Kirschen drauf. Wir haben hier Einhörner. Wir haben hier so süße Häschen. Aber Leute, die kosten hier 2,99 Euro, 3,99 Euro. Das kriegt ihr selbst bei DM und Rossmann günstiger. Ja, oder bei Kick sogar noch günstiger, aber selbst bei Rossmann DM kosten die 1,99. Finde ich ein bisschen zu teuer, weswegen ich hier jetzt sowas nicht kaufen würde. Schade Schokolade, muss ich ehrlich gestehen. Ja, da verlangen die ein bisschen zu viel. Ich mag Müller sehr gerne, aber da, nee, lassen wir mal.
So Spangen, da würde ich zwar 3,99 € ausgeben, aber selbst hier kostet er 6,99 €. Ist mir zum Beispiel auch viel zu teuer dafür, dass die Farbe sehr schnell abgeht. Also weiß ich nicht, da gehe ich lieber zu Primark oder irgendwie sowas und dann finde ich sowas genauso. So wisst ihr, wie ich das meine, bloß günstiger. Also da finde ich die Sachen, wie gesagt, ein wenig überteuert. Meine Schnutis, ich hoffe, euch da draußen hat dieses Video gefallen. Ich würde mich selber ein Däumchen nach oben über einen Kommentar und über ein kostenloses Abo freuen. Vergesst auf gar keinen Fall, das Glöckchen zu aktivieren, sonst verpasst ihr in Zukunft keine meiner Videos mehr. Und wünsche euch jetzt allen noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Tschüssi.